In der Nacht gehen Beamte von Feuerwehr und Kriminalpolizei die Schienen der Bahnstrecke nach Hamburg ab. Sie sichern die Überreste eines tödlichen Beziehungsstreits. In der Stadt Tornisch in Schleswig-Holstein hat sich ein Mann vor einen Zug geworfen. Stunden zuvor wählte der 59-Jährige den Notruf und gestand, dass er seine Lebensgefährtin umgebracht hat. Nun wolle er sich das Leben nehmen. Als die Beamten an der Bahnstrecke eintreffen, ist der Täter bereits tot. Im Haus des Paares finden sie Gabi K., die 57-Jährige wurde erstochen. Der Auslöser für den Streit ist unklar. Die Hintergründe zur Tat ermittelt nun die Mordkommission.